Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin, was hier in der Region Newcomer Bands fördert. Und wir waren auf der dritten Newcomer TV Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur am letzten Freitag und es war der Hammer. Ein wunderschöner Sonnentag und vier total ausgehungerte Bands waren in der Portstraße zugange und ein fantastisches Publikum. Endlich wieder mit Publikum. Wir sind also in den Wolken geschwebt auf jeden Fall. Und ich möchte euch eine Band vorstellen, die den Abend eröffnet hat, nämlich Pauli, eine Singer-Songwriterin, die angetreten ist mit einer Band, die sie, also sie war viele Jahre mit Gitarre unterwegs und in den Regionen und hat sich jetzt vier Jungs an ihre Seite gestellt oder sind es drei, ich weiß es nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall kräftige junge Männer, die einen hervorragenden Sound gezaubert haben und das Ganze nennt sich Poet Grunge und die junge Frau kommt aus Bad Nauheim und viel Spaß mit einem Ausschnitt aus ihrem Konzert. Die Band Pauli, also Pauli als Liedermacherin, gibt es schon sehr lange und Pauli als Band mit den wunderbaren Ben und dem Michael und dem Olaf als Verstärkung, was ich weiß, ab 2019, oder?
Das ist ja ganz unterschiedlich, weil die Bandbesetzung hat sich tatsächlich die letzten Jahre immer wieder geändert. Ben ist jetzt derjenige, der am längsten dabei ist. Wir hatten den Jörg Karl noch dabei, der war seit 2016 bis letztes Jahr noch dabei. Und dann hat sich alles so ein bisschen umformatiert immer wieder. Ben ist seit Ende 2018 dabei und dann haben wir tatsächlich eigentlich ganz neu den Micha und den Olaf seit Ende letzten Jahres erst dabei. Okay. Die Kobold hat an Kraft verloren und sitzt nun krank zu Haus. Was hat er sich dabei gedacht? Nichts. Was steht zu lang aus? Der Kopf. Ganz wichtige Überschrift. Die Presse schreibt, eine Mix, deine Stimme, ein Mix von Nina Hagen und Nirvana. Trifft das so ein bisschen zu? Das ist ein Riesenkompliment erstmal für mich, weil das sind wirklich die zwei Bands oder Künstler, die sehr ausschlaggebend sind für mich, die mich geprägt haben und die man auch wirklich raushört, sage ich mal. Und als die Presse das dann auch schrieb, war das für mich... Wie ein Pokal. Ja, geil war das. Ja, super. Bye.
Leute, was ich vergessen habe zu sagen, kommt mal näher. Wirklich, das ist total wichtig, ja, weil Newcomer TV wird 20 Jahre alt und weil das so ein tolles Ereignis ist und weil so viele wahnsinnige Bands hier über unsere Bühnen gingen die ganzen Jahre, weil seit 2003, 2002 gibt es Newcomer TV und deswegen gibt es ein unglaubliches Jubiläumskonzert am 26. August im Sommergarten der Butch Cup. Bitte kommt vorbei und füllt diesen Butch Cup mit eurer Anwesenheit und lasst uns die Bands feiern, die dort spielen werden. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Stromschaft gibt meinem Mikrofon Saft. Doch das war zwischen mein persönliches Bild. Deswegen geh ich jetzt auch im Kaufrausch ins Kaufhaus und kauf mir einen atomaren Schild. Wir gehen gleich weiter. Ursprünglich sollte Shiver aus dem Taunus spielen, eine junge Band, die ich beim School Jam Wettbewerb kennengelernt habe, aber aus familiären Gründen sind sie ausgestiegen aus dem Programm kurzfristig, aber wir haben gesucht, haben unsere Herolde im ganzen Rhein-Main-Gebiet losgeschickt und Wertheim sind wir fündig geworden, ein kleiner Ort, und da kommt eine Metalband, Powerful Harmonic Metal, Melodic, was auch immer. Und die Jungs, diese Band, sind angetreten, um den Metal ein neues Gesicht zu geben und vor allen Dingen Spuren zu hinterlassen, die die ganze Welt musikalisch verändern werden. Ein Riesenapplaus von euch für Dying Angel. Now lean back, hope you'll enjoy the show.
drop the curtain to my theater of war. Hey, come in and take my theater of war. Drop the curtain to my theater of war. Get yourself some popcorn and get yourself a drink. Get me to your excitement waiting to start my show. Seid ihr im Augenblick auf Tour? Habt ihr immer eine gepackte Backline im Proberaum oder wie funktioniert das bei euch? Oh ja, ich muss zugeben, das ist unser erstes Konzert, was wir heute spielen in der Besetzung, weil uns hat Corona ziemlich hart erwischt. Gegründet Ende 2019 und dann ging es direkt ins Corona-Jahr. Und was noch dazu kam, wir mussten ziemlich lange auf unseren Michael, auf unseren Sänger warten. Der hatte ein bisschen gebraucht, sich zu entscheiden, bei uns einzusteigen und uns zu komplettieren. Aber das war auch 21, ne? Ja. Und da waren wir noch im Corona-Jahr und deshalb sind wir froh, heute hier zu sein, unser erstes Konzert spielen zu können. We'll be right back.
Es gibt ja so ein ungeschriebenes Metal-Gesetz. Einmal in einer Band drin, dann für immer. Ist das bei euch auch so? Das kann ich jetzt so nicht ganz sagen. Ich war auch schon in zwei anderen Bands vorher gewesen und das kannst du wahrscheinlich in keiner Band sagen, dass wenn du einmal in der Band bist, dass du dann auch da bleibst für immer. Logischerweise nicht. Das kann immer mal was dazwischen kommen sozusagen. Aber so generell würde ich sagen, momentan Dying Angel läuft gut. Die Band hat sich gut gefunden, wir raufen uns zusammen, wir schreiben Lieder, wir gucken, dass wir auf die Bühne kommen. Und ich sehe im Moment keinen Grund, warum es bei Dying Angel irgendwann mal so sein sollte, dass man es wieder auflösen oder so. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, alte Herren, mittelalte Herren, super sympathisch, vielleicht ein bisschen von innen behaart. Wir wissen es nicht so genau, aber die Musik ging ab und vor allen Dingen die Fans, die sie mitgebracht haben, waren außer Rand und Band. Das war Dying Angel. Und so sind wir auch schon wieder am Schluss unseres kleinen Magazins.
Zwei Bands, Pauli und Die Angel, haben wir uns euch heute vorgestellt von der dritten Newcomer TV-Nacht. In der nächsten Sendung kommen die nächsten zwei Bands von dieser Newcomer TV-Nacht. Bis dahin bleibt uns gewogen, geht auf den YouTube-Kanal von Newcomer TV, da gibt es unglaublich viele Bands, die wir in den letzten Jahren aufgezeichnet haben für euch, oder hört einfach täglich Virusmusik Radio von 17 bis 18 Uhr. Wir stellen euch die besten und geilsten, interessantesten Bands aus der Region vor. Bleibt uns gewogen und supportet die Newcomer-Szene. Geht auf regionale Konzerte. Liebe Grüße von dem unglaublichen Jochen, der hier die Kamera schwenkt, und vom Seppel am Mikrofon. Ciao, bis bald.